Oh ja, ich krieg Geld. Oha. Ich dachte, davon kriegt man gar nicht so viel Leben abgezogen. Alter, wir sind davor aus 80 Meter hohen Turm in 5 Meter hohes Gasthaus gesprungen und haben nur ein mini kleines Fitzelchen in Schaden bekommen. Mein Gott. So. Jetzt geht's wieder. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt an dem Spiel jetzt ein bisschen rumschmieden werde, weil ich denke, mache ich mir erstmal ein besseres Schwert und verbessere das dann, weil es könnte ein bisschen uneffektiv sein, wenn ich erstmal den ganzen Kram dann das Schwert verwende und dann direkt danach ein besseres Schwert bekomme. Ein Kern. Flusswald entdeckt. Ja, ich nehme mal den normalen Eingang. Ist vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich mich hier so durchs Gestrüpp anstrecke. Kann ich etwas mitnehmen? Ein Distel. So, ich bin der neue Gärtner hier. Übrigens, fahren. Ich mag fahren. Ich mag fahren wirklich. Ich hätte auch mal fahren in meinem Zimmer stehen, weil ich fahren mag. Ja, und jetzt kommen wir mal richtig in den Ort. Das fahren. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich fahren mag? Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall mag ich fahren. Ich mag fahren, ja. Doch, ich mag fahren. Ja, ich bin schon leise. Es geht mir gut, aber wir sollten hineingehen und reden. Was ist los? Und wer ist das? Er ist ein Freund. Hat sogar mein Leben gerettet. Kommt, ich erkläre alles, aber wir müssen hineingehen. Gut, gut. Kommt herein. Sigrid wird euch etwas zu essen bringen. Dann könnt ihr mir alles erzählen. Ein Drachen! Ich habe einen Drachen gesehen! Was? Was ist denn nun schon wieder, Mutter? Er war groß wie ein Berg und schwarz wie die Nacht. Er ist über das Hügelgrab geflogen. Ist sie schon tot oder warum kann durch Wände schweben? Also bitte, Mutter. Wenn es so weitergeht, wird euch bald jeder in der Stadt für verrückt halten. Ja. Und ich habe Besseres zu tun, als mir eure wilden Fantasien anzuhören. Sie will mich holen. Sie will mich schon sehen. Es war ein Drache. Ja. Wird uns alle töten und dann werden wir schon glauben. Ja. Du wirst uns alle töten. Hilfe. Hier ist die Schmiede, aber wir sollen erstmal da rein. Und der Story, Dylas Story. Ich habe keinen Plan, wie lange ich gerade schon aufnehme. Oh, da bin ich gerade gegen den Ständer gekommen, gegen den Mikrofonständer. Hey, hey, hey. Ich nehme gerade schon die vierte Folge auf. Im Stück. Höchstens noch die fünfte Folge. In der wir ja vielleicht gerade auch schon sind, aber ich glaube eher die vierte. Oh, scheiß. Oh. Sigrid, wir haben Besuch. Nein, bitte nicht gefest. Oh Gott. Ich habe mich gerade gestreckt, weil, oh, da sieht man schon die Uhrzeit. Es geht zwar noch, aber, hä, das stimmt gar nicht. Es ist gerade 9:45, aber, boah, abends. Alter, ich habe mich gerade ein bisschen gestreckt und dabei habe ich einfach so einen leichten Krampf in der Schulter bekommen. Das ist super. So, kann ich auch irgendwie speichern? Einstellungen, Gameplay. Ah, Cursor empfindet. Ja, die war aber auch weit unten. Oh, schon viel angenehmer. Speichern im Menü. Adept. Keine Ahnung, was das ist. Kann ich nicht. Xbox 3. Habe ich mir auch überlegt, aber so Sachen wie Zielen und sowas kann ich mit dem Gamepad einfach nicht. Und, nicht wirklich. Habe ich dann doch lieber weggelassen. Quests, Statistik, System. Steuerung, aha. Wie speichern. Naja. Bla. Eine Sache weiß nämlich. Ach, das schnelle Speichern. F5. Oh, gut, ich dachte schon, es ist meine Aufnahmetaste. Sehr schön. So, geht's weiter? Hi, Alvor. Oh, viel besser. Wir haben uns solche Sorgen um euch gemacht. Kommt, ihr beiden müsst hungrig sein. Setzt euch. Ich bringe euch etwas zu essen. Danke. Also, Junge, was ist euer Geheimnis? Was macht ihr hier? Und wieso seht ihr aus, als ob ihr einen Streit mit einem Höhlenbären verloren hättet? Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ihr wisst, dass ich General Tullius Wache zugeteilt worden war. Wir wurden in Helgen aufgehalten, als wir angegriffen wurden. Von einem Drachen. Nein. Ein Drache? Das ist lächerlich. Ihr seid doch nicht etwa betrunken, Junge. Mein Gatte, lasst ihn seine Geschichte erzählen. Viel mehr gibt es nicht zu erzählen. Dieser Drache kam und legte einfach alles in Schutt und Asche. Totales Chaos. Ich weiß nicht, ob es noch jemand lebend hinausgeschafft hat. Allein hätte ich es bestimmt auch nicht geschafft. Ich muss nach Einsamkeit zurück und melden, was geschehen ist.
Ich dachte, ihr könntet uns helfen. Verpflegung, Nachschub, eine Unterkunft. Natürlich. Ein Freund von Hardvar ist auch mein Freund. Danke. Ich helfe gerne, so gut ich kann. Aber... Wie gesagt, ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Aber ich brauche eure Hilfe. Wir brauchen eure Hilfe. Ja, kleinen... Aha. Schenk neben Brot, Dietrich... Bram, schenk neben einen Dietrich. Na, du bist wahrscheinlich auch nicht ganz sauber, ne? Das ist... Eisenbarren, Dankeschön. Honigpräumet, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. 160 wert. Dankeschön. Rüstung 0. Ich nehme jetzt trotzdem mal mit, ist ein Geschenk. Einem geschenkten Gaul, frag mich jetzt mal, aber es hat mich ganz... Wenn sich hier ein Drache herumtreibt, muss der Jarl davon erfahren. Mhm. Flusswald ist völlig schutzlos. Wir müssen Jarl Balgruuf in Weißlauf benachrichtigen. Er soll uns alle verfügbaren Soldaten schicken. Wenn ihr das für mich tun könntet, wäre ich euch sehr verbunden. Ja, aber ich finde gerade bei der Tante da, das Mädchen da, ich weiß nicht, wie die heißt, aber sieht so aus, als würden dir alle vier Kerzenstände einfach im Kopf stecken und als wäre die irgendwie so ein komisches Unterweltmonster. Ja, tut mir leid, wenn du das gerade hörst. Ich bin hier gerade am Tisch und du guckst mich gerade an. Ich bin der Einzige, der redet. Aber das ist gruselig. Das sieht echt komisch aus. Was, jetzt geht's erstmal los. Habt ihr Vorräte, die ich nehme? Ach, ich war gar nicht vor kackfrech, ich hab wohl einen Schuss. Ich gewähre euch gerne jede erdenkliche Hilfe. Nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen. Nö, ich hol mir irgendwie so einen Riesenkran, dann reiß ich ein Haus hier raus, werf euch raus und dann stelle ich mir das so in meinen Garten. Euer Haus noch extra, das ist doch angemessen, oder? Ja, Alvor, das ist angemessen. So, also erstmal bin ich richtig frech und frag danach, ob ich seine Schmiede benutzen darf. Erstmal frech sein, so. Kein Problem, wenn ihr über das nötige Geschick verfügt. Mit dem Schleifstein könnt ihr eure Waffen schärfen. Nutzt den Tisch, um eure Rüstung zu verbessern. Wenn ihr die Rohmaterialien habt, könnt ihr mit der Schmiede etwas Neues schaffen. Oh ja. Das Salatkopf geht ab. Oh ja. Oh ja, zum Beat. Mit dem alten Wein. Und den anderen sagt, boah. Was haben die hier für einen Bass unterm Tisch? So. Wahrscheinlich irgendeine Frequenz, die man gar nicht mehr hören kann. Ja. Was könnt ihr mir über Flusswald erzählen? Gerdus Vorfahren haben sich hier vor einigen Generationen als Holzfäller niedergelassen. Sie und Hott betreiben die Mühle. Ich lebe ganz gut davon, dass ich Äxte schärfe und die Sägemühle repariere. Gut, mein lieber Alvor, und wie komme ich von hier noch? Nee, das frage ich meinen, das passt besser. Erstmal, was könnt ihr mir über... Jarl Balgruuf, er regiert das Fürstentum Weißlauf. Ein guter Mann, vielleicht etwas zu vorsichtig, aber wir leben in gefährlichen Zeiten. Bislang ist es ihm gelungen, sich aus dem Krieg herauszuhalten, aber dieser Zustand wird nicht lange währen. Das wollte ich gar nicht fragen, aber egal. Welche Seite des Krieges wird unterstützen? Ich wollte eigentlich was. Ach, boah, ein Spiel, ja. Welche Seite und so. Ich glaube, dass er weder Ulfric noch Elisiv sehr schätzt. Und wer kann es ihm verübeln? Aber zweifellos wird er sich dem Kaiserreich gegenüber als loyal erweisen. Er ist kein Verräter. Elisiv kennen wir doch nicht, also wissen wir es. Natürlich. Himmelsrand war schon immer ein Teil des Kaiserreichs. Das soll nicht heißen, dass ich alles billige, was das Kaiserreich in letzter Zeit getan hat. Aber die Nord waren nie schön Wetterfreunde. Hallo, ich bin ein Nord. Dritte Kai... Was? Ja, doch, ist halt, obwohl so armeemäßig irgendwie so mit ein paar Leuten rumlaufen, eigentlich ganz cool. Aber ich wollte doch eigentlich fragen, wer das ist. Ach, ich vergaß. Ihr seid ja neu in Himmelsrand. Jarl Elisiv, sollte ich wohl sagen. Aber auch nur, weil sie mit Jarl Torik verheiratet war, als dieser ermordet wurde. Ulfric hat Torik ermordet, wisst ihr?
ist einfach in seinen Palast in Einsamkeit hineinspaziert und hat ihn getötet. Ihn zu Tode gebrüllt, wenn man den Geschichten Glauben schenken soll. Ja. Das hat diesen ganzen Krieg entfacht. Das Kaiserreich konnte das nicht ignorieren. Wenn die Jarl anfangen, einander zu töten, kehren wir zurück zur Barbarei früherer Tage. Okay, also er hat ihn zu Tode gebrüllt, also dann tut's mir jetzt schon leid, wenn ich euch bald einfach mal zu Tode labern werde. Sorry, ihr Lieben. Nee, manchmal auch echt. Tut mir leid, wenn ich euch zu Tode labere. Boah, Alter, dieser Salatkopf und diese Kartoffeln und alles geht echt da voll ab, Alter. Oh yeah. Okay. So, was denkt ihr über den Krieg? Die Leute regen sich zu Recht darüber auf, dass diese verdammten Talmor herumlaufen und Leute verhaften dürfen, nur weil sie Talus anbeten. Aber war es das wert, Himmelsrand und vielleicht sogar das Kaiserreich zu zerstören? Nein. Ulfric wird allerhand auf dem Gewissen haben. Die Nord haben das Kaiserreich immer unterstützt und das Kaiserreich war immer gut zu Himmelsrand. Was auch noch ein bisschen seltsam ist, ist das riesige Hühnerei. Naja. Und warum dürfen die Talmor die Anbeter von Talos verhaften? Na, jetzt immer. Alvor, du. Alter Schmied, du. Daran ist der Vertrag schuld, der den großen Krieg beendete. Wisst ihr noch? Als der Kaiser von den Talmor gezwungen wurde, die Anbetung von Talos zu ächten. Wir haben dem nicht viel Beachtung geschenkt, als ich noch ein Junge war. Alle hatten noch ihren kleinen Talus-Schrein. Aber dann haben Ulfric und seine Söhne von Himmelsrand Krach geschlagen. Und das Kaiserreich sah sich gezwungen, hart durchzugreifen. Leute mitten in der Nacht zu verschleppen. Das ist einer der Hauptgründe für diesen Krieg, wenn ihr mich fragt. Ist natürlich auch nicht so schön. Und ich würde sagen, wir fragen noch einmal, wie ich denn von hier nach Weißlauf komme. Überquert den Fluss und haltet euch da nordwärts. Ihr werdet darauf stoßen, gleich hinter dem Wasserfall. Wenn ihr in Weißlauf ankommt, dann geht einfach immer weiter nach oben. Habt ihr den Gipfel erreicht, steht ihr vor der Drachenfeste, dem Palast des Jarl. Ja, ich bin ganz schlecht im Wege merken, aber wir haben eine Map, deswegen ist gar kein Problem. Habt ihr wirklich einen Drachen gesehen? Wie hat er ausgesehen? Hatte er große Zähne? Still, Kind. Belästigt euren Cousin nicht. Ihr beiden könnt es euch ruhig bequem machen. Okay. Ich esse mal dieses riesige Hühnerei, oder? Das, nee, lieber nicht. Das hängt mir quer im Magen. Ich weiß nicht, ob ich mir irgendwas nehmen sollte. Ich glaube, hier kann ich aber nochmal wieder vorbeikommen. Ich hoffe nicht, dass ihr Ärger sucht. Was kann ich für euch tun? Oh, das war... Hallo, ich wollte den Kohl gerade. Moment, Mädchen. Ich werfe dir den Kohl entgegen. Achtung. Ich muss sie fangen. Mach dich breit. Kohl kommt. Dein Ernst. Ich habe den Kohl soeben zu meinen Favoriten hinzugefügt und gerade eben gegessen. Ich habe Kohl zu meinen Favoriten hinzu. Das ist. Steh mal auf. So. Ich setze mich hier auf das Feuer. Auch sehr schön. Was kann man hier machen? Kochtopf. Ja, da wollte sie gerade anfangen zu erzählen, aber ich lasse sie gar nicht zum Dingens kommen. Ah, Salz brauchen wir scheinbar doch für alles. Doch gar nicht so schlecht, dass wir das mitgenommen haben. So. Und ich würde sagen, ich beende an dieser Stelle einfach mal die Aufnahme. Und ja, das war... Wieder in einer freundlichen Umgebung zu sein, was? Ja. Hört mal, ich werde eine Weile hier bleiben. Von hier aus kommt ihr auch allein nach Einsamkeit. Ich würde euch empfehlen, nach Weißlauf zu gehen. Das ist einfach die Straße entlang. Von dort aus könnt ihr eine Kutsche nach Einsamkeit nehmen. Nehmt euch, was ihr braucht. Bin dabei. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Ja, ich weiß es, Alvor. Haltet die Augen offen. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass es mal über eure Ärger gibt. Naja, ich würde jetzt mal an dieser Stelle die Aufnahme beenden. Dann gehen wir danach wieder raus. Noch bis in der nächsten Aufnahme. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich entweder beim nächsten Skyrim-Video wieder oder... Dass es das Kaiserreich ist, das den Bund von Himmelsrand fernhält. Oder beim nächsten Video auf diesem Kanal. Und ja, im Menü habe ich meine Ruhe. Und dann würde ich sagen,
Wir sehen uns hoffentlich bei dem nächsten Video. Das habe ich eben schon gesagt. Deswegen. Das habe ich letztes schon einmal gehabt. Dass ich es noch einmal gesagt habe. Einfach noch einmal. Ich habe meine Finger gerade so wie so ein Italiener. So. Also diese Finger, so Daumen und Zeigefinger so zusammengedrückt mit so einem kleinen Kreis. Na bitte, naja. Wie dem auch sei. Ich beende jetzt diese Folge und diese Aufnahme und dann, ja, bis zum nächsten Mal und hoffentlich sehen wir uns wieder bei Skyrim, denn ich freue mich wirklich drauf und dann spielen wir erstmal ein bisschen und es wird lustig. Ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder oder auf einem Video auf meinem Kanal. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich sage, aber jetzt habe ich es immerhin gewusst. Wenn ich so verpeilt wäre, wäre echt schon schlimm. Naja, dann würde ich jetzt wirklich mal sagen. Dann bin ich zum Ende gekommen. Bis dahin und ciao. Ja, ja, bau, lau, dau, gau, trau, dau, trau.